Terre malade, chers proches, amis et connaissances de personnes malades, chers personnels soignants, rire, c'est bon pour la santé. Von Slow News. Mein Name ist Marius Wartmann und heute geht es um die Ausweitung von der Zertifikatspflicht. In erster Linie mal, der Monsieur Berset hat ja, nachdem er kurz zurückgerudert ist, vor nicht allzu langer Zeit, Punkteausweitung vom Zertifikat, heisst es jetzt, Coronavirus am Mittwoch soll das Zertifikat ausgeweitet werden. Letzte Woche hat er noch auf sinkende Fallzahlen gehofft, der Monsieur Berset und der gesamte Bundesrat, aber jetzt die Spitäler sind überlastet. Die Impfkampagne geht nur schleppend voran und die Corona-Fallzahlen sinken nicht. Für Gesundheitsminister Alain Berset ist offenbar der Zeitpunkt gekommen, die Corona-Regeln zu verschärfen. In der Schweiz soll die Covid-Zertifikatspflicht laut Recherchen der Sonntagszeitung nun doch rasch auf Restaurants und Kinos ausgeweitet werden. Bereits kommenden Mittwoch soll der Bundesrat die Verschärfung beschließen, heißt es in einem Bericht. Berset habe am Freitag beim Treffen mit den Spitzen der Bundesparteien SVP, SP, FDP und Mitte diesen Schritt in Aussicht gestellt. Ja, da sehen wir die Umfrage gerade. Braucht es Ausweitung vom Covid-Zertifikat? Da sind rund zwei Drittel sind dagegen und da muss man einfach wieder sehen. Offenbar ist die Bevölkerung schlauer als die Regierung und begreift diesbezüglich um einiges mehr. Wie wir in der letzten Ausgabe von Slow News auch schon bearbeitet haben, ich zeige jetzt den Artikel nochmal von der Luzerner Zeitung vom 10. August. Island und Israel plötzlich explodieren bei den Impfvorräten die Corona-Zahlen und das ist die Infektionskurve, da man sieht im 7-Tages-Schnitt damals die beiden Impfvorreiter wesentlich schlechter dran wie die Schweiz. Und wie im Artikel steht, wir sind enttäuscht über die Impfwirkung, die sind down to 39%, nur noch 39% wirksam, um eine Infektion verhindern. Und die ganze Misere ist offenbar zustande gekommen, weil man die Geimpften nicht mehr getestet hat. Wo ins Land können sie kommen, Touristen etc. Aber auch die Clubs, die 3G-Regel, die Geimpften, das Ganze hat bezüglich Delta-Variante nicht so recht funktioniert. Und das hat man dann Ende Juli festgestellt. Und jetzt. Die isländische Regierung hat wieder zu Restriktionen gegriffen. Was genau ist denn
der Grund, warum man das einführen will in der Schweiz, damit man keinen Lockdown hat, oder? Richtig? Ist es nicht so gewesen? Genau. Also, die isländische Regierung hat wieder zu Restriktionen gegriffen. Also 3G ist offenbar nicht Ticket back to normality, oder? Von denen das Land längst befreit war. Neben der Testpflicht, das heisst also auch die Geimpften, müssen, wenn sie einreisen auf Island, trotz der Impfung nochmal einen Test machen. Was ja Sinn macht, weil man weiss ja mittlerweile, dass die Geimpften die Viren dennoch weitergeben können. Neben der Testpflicht für alle von der einreisenden Veranstaltung auf 200 Personen beschränkt, aha. Es gilt eine Abstandspflicht von einem Meter oder eine Maskenpflicht. Das hat es doch einmal geheißen, oder? Und das heisst ja jetzt noch, oder? Dass dann die Clubs wieder auf und die Geimpften könnten wieder shaken und. Wir warten mal, wie lange das wird so lange gehen. Hä? Wahrscheinlich wird es mal in der Schweiz merken, es funktioniert nicht recht und dann kommt wieder, werden Tests auch für die Geimpften oder wir machen einfach wieder einen Lockdown und gibt es wieder Masken und all die Versprechen, die man gegeben hat in den letzten Monaten wegen, ja, wenn ihr geimpft seid, müsst ihr keine Maske mehr tragen etc., die gelten dann einfach nicht mehr. Und das ist ein kleines Schema, oder? Das ist ein kleines Schema, dass einfach das, was früher gesagt worden ist, das, was versprochen worden ist, die Hoffnung, die man gemacht hat, die wird dann einfach immer sukzessive enttäuscht. Das ist so ein bisschen das Pattern. He? Gut, da gehen wir noch auf Israel. Israel tightens restrictions as COVID-19 cases surge vom 19. August 2021. Dort, die gehen jetzt grundsätzlich auf den Booster, das heisst die dritte Impfung innerhalb von 12 Monaten, also grundsätzlich innerhalb von 9 Monaten. Wenn man es genau, wenn man da ein bisschen spitzfindiger sein die werden für alle über 50, wenn sie eine Booster-Impfung haben und dann möchten sie auch noch Kinder ab 12 impfen. Warum? Weil die haben auch den grünen Pass eingeführt und jetzt tun sie dann auch ein bisschen backpedalen und sagen, okay, jetzt müssen wir doch noch mal mehr impfen. Das heisst, ab 50 plus Booster-Impfung. Das heisst, über alle die von 50 plus heisst, zweimal geimpft ist nicht mehr gleich geimpft. He? Das ist dann schon nicht mehr das Gleiche. He? Also so viel dazu, dass man lasst euch einfach impfen und dann habt ihr die Freiheit wieder. Das scheint da in Israel nicht so ganz zu funktionieren. Gut, aber anyway, das nur da kurz von France24.com, der Artikel über Israel. Aber jetzt bleiben wir doch mal in der Schweiz. He? Wir wissen ja, das ist ja jetzt aktuell in den Medien gewesen. Da ist wieder etwas abgesagt worden, wo bereits verschoben worden ist, wo abgesagt worden ist, schon im Frühling, wir reden vom Alba-Fest. Und die haben es lange schon angemeldet, die haben gesagt, gut, wir halten euch ja eure Vorlagen, lieber Staat, lieber Kanton Zürich. Wir tun dort nur die getestet sind und die geimpft sind und die genesen sind innerhalb von 6 Monaten, die tun wir reinlassen. Die ungeimpft und die untestet dürfen nicht rein bei uns. Ja? Aber dann ist das so gut, dann können wir aber das dann anmelden und dann können wir es so machen. Dann hat der Regierung schon gesagt, ja, das könnte dann schon. He? Widerrufbewilligung Alba Festival, 2.9.21. Der Regierungsrat von z.ch da. He? Der Regierungsrat hat entschieden, die Bewilligung für das Alba Festival 2021 zu widerrufen. Er bedauert diesen Schritt. Ja, es tut ihnen wahrscheinlich wirklich leid. Ich glaube noch nicht, aber ist okay. Sieht in Anbetracht der Umstände aber keine Alternative zur Absage der Grossveranstaltung. Gleichzeitig hat Gay Pride stattgefunden. Ich finde, beides hätte so stattfinden können. Soweit ich weiß, hat man bei der Pride keine Zertifikatspflicht gehabt. Es wird einfach offenbar mit zwei verschiedene Ehlen gemessen, meiner Meinung nach beides, hätte sollen stattfinden. Es sind zwei, in dem sind verschiedene Paar Schuhe. Das eine ist ein politisch ehrliches Statement von der LGBT-Community. Das andere ist ein Fest. Oder, eigentlich ist ja beides unter freiem Himmel und bei beiden Orten kommen die Leute sich sehr näher. Und da müsste man eigentlich, oder wenn man da konsequent oder wenn man ehrlich ist und die gleichen Kriterien benutzt für alle und die Argumente, die man vorbringt, um irgendwelche Events absagen, auch wirklich stimmen. Oder?
Also wenn das wirklich stimmt, was man verzapft, dann müsste man beides entweder streichen oder beides erlauben. Man kann nicht 50-50 machen. Anyway, wir gehen da mal schauen. Aktuell ist die epidemiologische Situation besorgniserregend. Also zeigt, wir haben eine normale Sterblichkeit. Jetzt gehen wir da nochmal kurz schauen. Mortalitätsmonitoring BFS. Und dann kommen wir doch da mal her. In Kanton Zürich, Alba Festival, das sind nicht Grossväter, die da hingehen, das sind in der Regel relativ junge Jungs und Mädels. Und da sehen wir Kanton Zürich, völlig ein Normalbereich, was die Sterblichkeit anbelangt, also von wegen besorgniserregende Situation, die Zahlen sagen etwas anderes. Natürlich, im Kanton Zürich hat es nicht viel Platz in den Spitälern, aber das ist ein anderes Thema. So, zu dem kommen wir nachher noch gerade. Jetzt kommt der Bombshell. Jetzt droppen wir die Bomb da. Die Belastung des Gesundheitswesens ist allgemein unter Intensivpflegestationen, insbesondere hat zugenommen, also im Allgemeinen unter Intensivstationen im Besonderen hat zugenommen und es nähert sich der kritischen Grenze im Sommer, Mann. Im Sommer. Im Sommer bei einer normalen Sterblichkeit sind Zürcher Spitäler am Anschlag. What the fuck? Okay, gehen wir mal weiter. Eine grosse Veranstaltung, jetzt kommt die offizielle Begründung. Und das zeigt dann gerade, dass die ganze 3G-Geschichte eine einzige Farce ist, die wir jetzt schon sehen, bevor es wirklich ausgeweitet wird. Dass es nicht wird funktionieren, es wird nicht verheben. Das Einzige, was wird passieren, es gibt mehr Überwachung, es gibt mehr Einschränkung, es gibt mehr Bevormundung durch den Staat. Aber es wird das Problem nicht lösen. Also, eine Grossveranstaltung wie das Alba Festival führt zu einer zusätzlichen Belastung der Spitäler, weil es an grossen Festivals erfahrungsgemäß Notfallpatienten zu versorgen gilt, zum Beispiel Leute, die zu viel saufen, oder? Welche Zeit teilweise nach der Erstversorgung Intensivpflege benötigen. Eine solche Zusatzbelastung der Spitäler will der Regierungsrat in der aktuellen sensiblen Situation vermeiden. Aus demselben Grund haben der Kanton Thurgau und die Stadt Frauenfeld diese Woche der Ersatzveranstaltung für das Open Air Frauenfeld die Bewilligung wieder entzogen. Also, wenn es nicht Corona ist, dann sind es die zu viel saufen. Oder? Ihr könnt jetzt einfach ihr könnt auch wenn wir euch zugesagt haben, ihr könnt keine Festivals machen. Wir haben immer eine neue Ausrede. Also, weil die Situation auf den Spitälern die verbessert sich nicht und wir wollen die also offenbar nicht weiter verbessern. Wir tun einfach immer noch weiter abbauen. Also wir tun einfach das, was wir in den letzten Jahren entschlossen haben, politisch entschieden haben, das tun wir einfach hinter dem Vorhang machen wir einfach weiter mit dem Abbau vom Gesundheitswesen und tun dann gleichzeitig einfach den Leuten verbieten zu leben. Ist das die Politik, die wir in der angeblich freien Schweiz mittlerweile haben, im 2021? Ist das die fortschrittliche Schweiz? Alright. Also, die überlasteten Spitäler, die sind gewollt. Und die Politik hat es so wollen. Und ich tue noch gern natürlich, wie immer, entsprechende Beweise liefern. Da. Das ist jetzt ein Artikel aus dem 2018, aus dem 18. Juni 2018, Tagblatt, Ostschweiz. Nicht nur in St. Gallen, vielen Spitälern droht die Schließung. Viele Kliniken in der Schweiz sind zu wenig profitabel, machen zu wenig Cash. Oder? Warum muss eigentlich das Gesundheitswesen wirtschaftlich sein? Warum muss das Gewinn bringen? Warum? Da geht es ja darum, die kranken Leute zu versorgen. Das ist eigentlich... Wir finanzieren den Scheiß mit unseren Steuern. Wir müssen dann die Strassengewinne einbringen, die wir finanzieren mit unseren Steuern. Oder die Schulen, müssen die Gewinne... Also, come on. Also, das sollte ja eigentlich Service Public sein. He? Also, die Spitäler, die sollten nicht gewinnorientiert. Also, es ist ja gut, dass man auf die Kosten schaut, das ist klar. Aber es kann doch nicht sein, dass die Gewinne machen müssen. Also, come on. Laut Experten braucht es eine Strukturbereinigung. Ja, das sind wieder die Experten, oder? Die auch uns so souverän durch die Pandemie führen, etwa durch die Schließung von Spitälern, sonst müssen am Ende die Steuerzahler einspringen. Ja, das müssen wir jetzt ja sowieso, weil uns einfach das Leben eingeschränkt wird und unseren Kindern werden Masken angelegt. Wir können trotz allen Versprechen unser normales Leben nicht leben.
Stattdessen tut man auf den Albaner rumhacken und man tut auf den Ungeimpften rumhacken. Und immer ist irgendjemand anderes schuld. Aber was eigentlich wirklich des Pudels Kern ist, das verschwiegt man. Und die Medien sind da ganz, ganz auf eine schändliche Art und Weise Kompliz, indem sie den Bundesrat bei diesen Show-Events, bei diesen Alibi-Übungen von diesen Pressekonferenzen, wo ist einmal wirklich eine Anstunde gesagt, Herr Bundesrat, wäre es jetzt nicht an der Zeit, die offenbar verfehlte Politik von den letzten Jahren, von den Spitalschliessungen, schleunigst zu überdenken? Aber nichts da, oder? Man tut quasi nur noch Fragen, ja, gibt es nicht noch eine Ausweitung von der Maskenpflicht etc. Oder? Also, quasi nur, tu uns bitte noch mehr bevormunden. He? Das ist etwa das, was die Medien als kritisch verstehen heutzutage. Aber eben, sie werden ja vom Bund ein bisschen subventioniert und darum haben wir das Problem schon mal angesprochen. So, auf dem Bild da. Die Schweiz zählt knapp 300 Akutspitäler und Psychiatriekliniken, das ist von 2018. Da sieht man nur nach Spitalgrösse, oder? St. Gallen ist kein Einzelfall. Überall in der Schweiz stehen die Spitäler unter Druck. Das Beratungsunternehmen PricewaterhouseCoopers nimmt deren finanzielle Gesundheit jedes Jahr unter die Lupe. Und um die steht es nicht zum Besten. Bla bla bla. Schweizer Spitäler sind weiterhin zu wenig profitabel. Ja, eben, warum müssen die profitabel sein? Ja, oder? Also, Tarife bringen die Spitäler in Schwierigkeiten. Und. Guschbär. 40 Spitäler würden nachreichen. Ja, klar, 40 Spitäler langen doch in der Schweiz. Also, der heißt, den können wir uns doch schenken, oder? Und dann wahrscheinlich mit dem gesparten Geld die Löhne der Politiker erhöhen. So. Und jetzt gehen wir dann mal weiter. Das ist vom srf.ch, oder? 4.3.21. Weniger Spitäler, mehr Qualität? Fragezeichen. Ja, offenbar nicht so. He? Jedem Tal sein Spital. Das war über Jahrzehnte das Motto der Schweizer Spitalplanung. Doch diese Zeiten sind vorbei. Vielen Spitälern geht das Geld aus. Bei jedem zweiten Spital ist die Lage prekär. Kanton St. Gallen, 4 Regionalspitäler weg. Es ist doch, soweit ich weiß, ist es nicht der Kanton St. Gallen, der jetzt die Intensivpatienten auf Basel verlagert, weil man keinen Platz mehr hat und gleichzeitig motzt über die Albaner. Ja, okay, ja, gut. Der Umbruch ist politisch gewollt. Spitalschließungen führen zu einem Aufschrei in den betroffenen Regionen, aber die Entwicklung ist politisch gewollt. Der Bund hat mit der neuen Spitalfinanzierung 2012 den Umbruch provoziert. Zwei Dinge sind fundamental anders geworden. Die Patienten und Patienten haben die freie Spitalwahl etc. In den letzten Jahren kam verschärfend dazu, viele Eingriffe können oder müssen ambulant gemacht werden, blablabla. So, 50 Spitäler am richtigen Ort würden genügen. So, und da sehen wir die Map da. Also das ist so jetzt quasi, oder auch nicht mehr ganz. Und so, das ist die Vision von unserer tollen Regierung. Die, die jetzt dann mützeln, dass bei einer normalen Sterblichkeit Spitäler überlastet sind und darum muss Alba fest abgesagt werden. Darum wird es dann bald wieder heissen, wir müssen trotzdem wieder einen Lockdown machen für die Bars und Clubs, oder? Ihr werdet es, also auf das können wir eigentlich schon fast Gift nehmen, oder? Auf das können wir schon fast Gift nehmen, oder? Also, dass man da nicht einmal anstaut und Zeit schaut, wir haben da ein schönes Eich gemacht vor ein paar Jahren. Das ist unglaublich, oder? Also, schaut mal den Kanton Zürich an. Allein der Kanton Zürich, was da sollte quasi nur ein Spital sein in der Stadt. Also, was soll das? Also, wer hat sich das ausgedacht? Wer hat sich das ausgedacht? Und jetzt da, gefragt sind hohe Fallzahlen, Guys. Gefragt sind hohe Fallzahlen. Das hat man wollen. Man hat wollen, dass die Spitäler näher an der Auslastungsgrenze sind, und zwar in der Normalität. Das ist politisch gewollt. Da haben wir es schwarz auf weiß vom SRF.ch. Ist die Gesundheitsversorgung in Gefahr? Im Gegenteil, die Qualität werde besser mit weniger Spitälern. Ja, man sieht es ja jetzt. Davon sind viele Experten und Politikerinnen überzeugt, die Qualität in kleinen Spitälern wird immer schwieriger zu gewährleisten, etc. Man habe zu wenig Fachpersonal, dieses
gilt es in den Zentren zu bündeln. Also, mir ist jetzt kein Fall bekannt aus der Wirtschaft, wenn man das als Beispiel nennt, oder wenn man da irgendwelche Rationalisierungen unternimmt, wenn man sagt, hey, wir wollen mehr zentralisieren, was auch immer, dann ist es immer verbunden, immer. Immer, wenn einzelne Regionalstandorte schliessen, dann gibt das immer einen Personalabbau. Immer. Es ist nicht so, dass das gleiche Personal dann einfach bei besserer Qualität in weniger Spitäler schafft. Nein. Nein. Ist es nicht. Es wird einfach abgebaut. So sieht es aus. Stell dir mal vor, wir haben die Map gesehen vorher. Die Map, also ich kann sie gerade noch mal zeigen, oder? Der Kanton Zürich. Schaut mal, voller Spitäler da. Und da sehen wir dann noch ein Spital oberhalb vom Zürichsee. Das, was ist das? Sollte das Universitätsspital sein von der Lage her? Das Triemli ist ja ein eine andere Location. Was, wenn das Triemli schliessen oder was? Oder wenn ihr ein neues Spital bauen? Was ist der Plan? Oder? Wir können ja nicht einfach das Spital so gross wie die Universitätsklinik plötzlich im Triemli unterbringen. Das geht ja nicht. Also wer hat sich das ausgedacht? Also, es ist auch völlig realitätsfremd. Auf jeden Fall, eben gefragt sind hohe Fallzahlen. Unbestritten ist außerdem, dass die medizinische Behandlung besser wird. Natürlich, ja natürlich. Wenn man viel weniger Personal hat und viel weniger Spitäler, dann wird sicher alles besser, oder? Man sieht es ja jetzt sehr, sehr gut. Und jetzt kommt die nächste Bombshell. Der unerwartete Corona-Effekt. Das ist da offenbar mal aktualisiert worden, oder ursprünglich am 6.3.2021. Veröffentlicht und wahrscheinlich, ich gehe davon aus, dass da ist dann so ein bisschen Addendum, das man gemacht hat, nach einiger Zeit, weil die Pandemie nachher gerade gekommen ist. Als die Pandemie ausbrach, witterten viele Landspitäler wieder Morgenluft. Corona würde die Diskussion um Spitalschließung zum Schweigen bringen. Ja, das, oder wenn man jetzt da den gesunden Menschenverstand würde verwenden, oder, dann ist das ja das Gebot der Stunde, oder, dass man das zumindest verschiebt. Der ganze Abbau. Aber nichts da, im Gegenteil. Doch es kam anders. Corona hat die Konzentration beschleunigt. Das heisst, wir hätten noch extra Gas gegeben zum Spitäler schliessen, oder was? Die Pandemie habe gezeigt, es mangelt nicht an Betten, sondern an Fachpersonal. Oder das ist auch so eine Frage, oder das ewige Geschwafel vom Personalmangel. Also wir sind einer der wohlhabendsten Staaten auf dem Planeten. Mit dem angeblich so tollen Bildungssystem. Warum bringen wir es denn trotz allen Einwanderern nicht fertig? Wenn man mal bedenkt, wie viele Deutsche das im Gesundheitssystem arbeiten mittlerweile. Warum bringen wir es denn nicht fertig, genug Leute selber auszubilden und genug attraktive Bedingungen zu machen, damit das Personal nicht einfach das Gefühl hat, die arbeiten dann extrem viel und verdienen im Vergleich zu wenig. Oder? Das ist immer so etwas, was man... Es ist ja offenbar normal, oder, für uns, dass Assistenzärzte 70 Stunden arbeiten pro Woche im Spital. Dort wird das Arbeitsrecht und die Ruhezeiten. Das ist bekannt, oder? Das ignoriert man einfach. Und das wird nicht angepackt, im Gegenteil. Wir wollen sogar noch Spitäler schliessen. Das ist doch die Frage, warum schaffen wir das als einer der reichsten Staaten auf der Welt nicht, genug Personal zu haben in diesem Bereich? Warum schaffen wir es trotz unserem angeblich so guten Bildungssystem nicht, genug Leute zu begeistern und auszubilden für die Berufe? Was soll das eigentlich? Das ist doch, da kann man doch niemand sagen. Also, einfach als Vergleich, oder? Das ist, als würde die UBS sagen, wir haben leider einfach zu wenig gut ausgebildete Leute. Das ist doch absurd. Oder Roche würde ich das sagen, oder Novartis, oder Nestle. Das ist doch absoluter Bullshit. Da kommen die Leute aus Frankreich, die auf WW gehen, zu Nestle arbeiten. Da gibt es x Experts, die kommen aus den USA und aus Singapur und aus Großbritannien und weiss nicht woher, um arbeiten für Schweizer Top-Unternehmungen. Und das Geschwafel von wegen, wir hätten doch einfach zu wenig Fachpersonal, das ist doch einfach der faule Ausrede dafür, dass man einfach nicht den Finger aus dem Füßchen rausnehmen und endlich einmal eine Lösung finden. Weil offenbar will man keine Lösung.
Weil offenbar will man Überlastung, offenbar will man hohe Fallzahlen, offenbar will man wenig Spitäler und man möchte Spitäler und Personal abbauen. So sieht es doch aus. Also, dann steht doch endlich mal an und hört auf so frech Lügen. Man kann es nicht anders sagen, das sind doch einfach nur Lügen. Oh ja, wir haben zu wenig Fachpersonal. Die Wahrheit ist, ihr seid gar nicht darum bemüht, um das Problem zu beheben. Warum? Wir haben es vorher gesehen, die Spitäler sind nicht wirtschaftlich genug. Weil irgendwelche kranken Köpfe in der Politik offenbar mal entschieden haben, dass das Gesundheitswesen sollte Geld einbringen. Das sollte, wenn man jetzt das wieder auf die Wirtschaft runterbricht, es gibt Aufwandabteilungen und es gibt Gewinnabteilungen, Umsatzabteilungen. Es gibt einfach gewisse Kundendienstsachen, gewisse Services, wo einzelne Firmen, wie zum Beispiel Kreditkartenfirmen, müssen anbieten, die nicht isoliert an sich Gewinn bringen. Weil das ist auch mit Aufwand verbunden und die Abteilungen selber erwirtschaften sehr wenig oder kein Geld. Aber es ist einfach da, damit die Leute nicht abspringen. Damit die Kunden nicht abspringen, braucht man diese Abteilungen. Es gibt so Aufwandabteilungen in allen Unternehmungen. Und natürlich sollte, wenn man jetzt von der Wirtschaft, von einer Firma redet, die gewinnorientiert ist, ist man bemüht, dass jede Abteilung möglichst kosteneffizient ist, natürlich, möglichst einen Gewinn macht, aber das ist halt nicht überall möglich. Und wenn man das Gesundheitssystem anschaut, und das muss man ja dann, man kann das Gesundheitssystem betrachten wie eine Abteilung innerhalb von einer Firma, und die Firma wäre dann die Schweiz als Nation. Also das Gesundheitssystem muss uns doch kein Geld bringen, also die Spitäler müssen doch nicht Gewinn in die Kasse reinspülen. Das ist doch absurd. Was ist das für eine perverse Logik? Das ist doch pervers, oder? Also, eben, das Gesunde, es sollte doch niemand mehr sagen, dass wir so ein tolles Gesundheitssystem haben. Weil wir haben es nicht und es wird immer schlimmer. Die Politik will das so. Die Politik ist offenbar zufrieden mit Mittelmaß. Und ich muss einfach sagen, ich bin nicht zufrieden mit Mittelmaß. Nein. Für das hat die Schweiz einen zu hohen Standard. Ich bin auch nicht zufrieden mit Mittelmaß in der Politik. Und das haben wir bestenfalls. Bestenfalls haben wir Mittelmaß in der Politik. So, und jetzt gehen wir mal noch weiter. Und zwar zum Thema 3G. Oder da geht es ja um Genesene, Geimpft, Getestet. Und wie wir wissen, braucht es 6 Monate. Also wenn man eine Infektion durchgemacht hat, eine bestätigte, dann gilt man eigentlich für 6 Monate, kann man das Zertifikat kann man es bekommen. Wem gilt denn als Genesen? Das Ganze ist aber nicht richtig. Weil man weiß mittlerweile, und das scheint, ich gehe mal davon aus, also, nennen mich paranoid, aber ich glaube, die Regierung wird das nicht berücksichtigt. Wie es vieles nicht berücksichtigt, wo ihren Tunnelblick-Narrativ reinpasst. Genesene sind vor dem Coronavirus besser geschützt als Geimpfte, zeigt eine Studie aus Israel. Das ist schon Business Insider Deutschland, 1. September 2021. Genesene stecken sich deutlich seltener ein zweites Mal mit dem Coronavirus an als vollständig Geimpfte. Und bei den vollständig Geimpften wird man jetzt einen Booster-Shot machen in Israel, also eine dritte Impfung innerhalb von 9 Monaten. Scheint ja wahnsinnig gut zu funktionieren. Dabei wurden Daten von Menschen verglichen, die Anfang des Jahres vollständig geimpft wurden, mit denen, die sich im selben Zeitraum infiziert hatten. Laut der Studie hatten Geimpfte ein 13-fach höheres Risiko, sich anzustecken. 13 mal höher. 13 mal höheres Risiko, sich anzustecken. Im Vergleich zu den Chinesen, oder? Also, die Genesen sind viel besser geschützt als die Geimpften. 13 mal. Geringeres Risiko, sich zum zweiten Mal zu infizieren als die doppelt Geimpften. So, und das gilt übrigens. Zudem ermittelten die Forscher, dass die natürliche Immunität bei Genesen im Laufe der Monate nachlässt. Daraufhin wurden die Daten von Menschen, die sich irgendwann im Jahr 2020 mit dem Coronavirus infiziert hatten, mit denen der Geimpften verglichen. Das Ergebnis, Geimpfte hatten dennoch ein 6-fach erhöhtes Risiko, sich anzustecken.
So, also so viel dazu, oder? Aber man muss sich ja nach 6 Monaten wieder impfen lassen, oder? Weil sonst kommt man nie rein. Also, sind das 3G-Zeug, das passiert nicht auf Wissenschaftlichkeit. Das ist einfach ein Versuch, oder? Aber man sieht jetzt schon, dass es nicht taugt. Warum? Weil man sich ja selber den Ast absägt, wo man drauf sitzt. Und dann kann man eigentlich machen, was man will. Man geht immer am Boden runter. Zum Abschluss zurück zum Herr Monsieur Alain Berset, unserem Führer in dieser Krise. Und er hat ja gesagt, wer kritisiert, der sollte. Wer kritisiert, muss Alternativen bereithalten. Der Bundesrat will die überlassene Spitäler mit Zertifikatspflicht verhindern. Also, das wird ja schwierig, oder? Weil sie haben nicht Überlastung wählen. Oder die höhere Auslastung. Und wie wir jetzt sehen, es funktioniert schon bereits vor der richtigen Einführung von den Zertifikaten nicht mit dem Alba-Fest. Und das im Sommer. Wie sieht es denn erst aus im Winter? Weil im Sommer haben wir eigentlich immer die niedrigste Auslastung in den Spitälern. Ist ja logisch. Eben, der Bundesrat bereitet sich auf die Ausweitung der Zertifikatspflicht vor. So sollen Innenräume, beispielsweise Restaurants, Bars, Fitnesszentren, Museen, nur noch Geimpften, Genesen und Getesteten offen stehen. Ob und wann die Pflicht kommt, ist noch unklar. Das ist jetzt auch nicht mehr ganz aktuell. Ja. Gut, dann gehen wir doch einmal zu dem Thema, Herr Berset. Also wer kritisiert, muss Alternativen bereithalten. Sehr gern. Tun wir doch mal über Alternativen diskutieren. Aber zuerst vielleicht noch eine kurze Analogie. Die Bürger haben natürlich das Privileg zu kritisieren, ohne dass sie zwingend müssen, eine bessere Lösung zu haben. Wenn die Regierung hinter dem Rücken, mehr oder minder, von der Bevölkerung einfach gerade den Rahmenvertrag verhandeln, wo eigentlich die Leute nicht wollen. Und dann dort das vorgelegt wird und die Leute sagen, verpisset euch mit dem Zeug. Ja, dann kann der Bundesrat nicht kommen, ja, hey, dann zeigen, wo man es besser macht. Die sagen einfach, wir wollen das nicht haben, fertig, zurück und absenden, mach es besser. Wir haben dir nicht beauftragt, das zu machen. Also, wenn man nicht einen Gärtner beauftragt, oder noch besseres Beispiel, wenn eine Firma ein Logo sucht und sie beauftragt irgendeinen Künstler, irgendeinen Grafiker, irgendeinen Designer, hey, wir haben so die groben Vorstellungen, haben wir, kannst du uns auch ein paar Entwürfe machen und uns deine Kreativität zur Verfügung stellen, deine Vorstellungskraft und uns mal da etwas, ein paar Vorschläge bringen, damit wir das können anschauen können und vielleicht sehen wir dann, wow, das ist super, das machen wir. Und wenn der nachher zurückkommt, der Grafiker oder was auch immer, und dann der kommt, ja, schau, das sind meine 3 Vorschläge, und dann sagst du, ja, nein, kannst du uns nicht noch etwas anderes, weil das gefällt uns nicht so. Dann kann er nicht sagen, ja, dann mach es besser. Nein, du kommst ja das Geld über für das. Und genau so ist es bei der Politik. Der Bundesrat kommt fast 500.000 ins Viertel geschoben über jedes Jahr vom Steuerzahler. Und dann ist das eine ziemlich schwache Aussage. Ja, dann zeigt uns eine Alternative, wenn ihr uns kritisiert. Nein, ihr müsst damit zurechtkommen, dass euch alle Bürger von diesem Land können kritisieren, ohne dass sie es besser wissen müssen. Weil das ist nicht der Job von uns. Wir müssen nur sagen, nein oder ja. Und richtig vorgehen. Wir müssen nicht Detailentscheid machen. Das ist der Job der Politiker. Für das sind die ja gewählt. Für das sind ihr im Amt. Und für das werdet ihr so fürstlich versorgt. Übrigens auch, wenn man nicht mehr Bundesrat ist, dann wird man bis ins Lebensende gut versorgt vom Steuerzahler. Oder? Also, das ist euer Job, Guys. Das ist euer Job. Aber tun wir doch mal über Alternativen, über mögliche Alternativen reden. Sehr gern. Machen wir das doch mal. Punkt 1. Erstens einmal, wir starten endlich einmal an als Regierung und sagt, das ist ein schöner Scheissdreck, den wir da gemacht haben die letzten Jahre. Die Vorstellung, dass Spitäler Gewinn bringen müssen. Das ist nicht so gut. Hey, aber schaut, es kann sein, dass ihr vielleicht ein bisschen mehr Geld müsst ins Gesundheitssystem buttern. Aber wir würden eigentlich jetzt gerne den Fehler, den wir gemacht haben in der Vergangenheit, korrigieren und schauen, dass wir
aufhört, Spitäler abbauen und dass wir können schauen, dass man mehr Leute, dass man mehr Personal kann bekommen, wenn es muss sein, dann halt aus dem Ausland. Und dass man, anfangen zu schauen, dass man mehr Leute können selber ausbilden in diesem Land. Oder? Das eine wäre, das ist jetzt einfach mal zum das korrigieren, was man vergamed hat in den letzten Jahren. Dass man endlich mal sagt, hey, okay, jetzt machen wir da mal einen Stopp und hören zumindest auf. Wenn ich mich mit dem Auto irgendwo verfahre, wenn ich auf Thun will, als Beispiel, und ich komme dann irgendwo in Brienz an, dann fahre ich nicht bis Interlaken weiter oder bis auf Luzern, bevor ich endlich mal stoppen und wieder zurückfahre. Aber offenbar hat die Politik, wir machen einfach weiter. Also das ist mal der Punkt 1, oder? Erstens, hört auf mit den Spitalschliessungen, schauen, dass wir mehr Leute ausbilden können. Natürlich ist das nachher mittelfristig bis langfristige Lösung, das mit dem Ausbilden. Das ist nicht jetzt für sofort. Aber was sofort eine Besserung bringt, hört auf Spitalschliessen. Hört auf mit dem Blödsinn. So. Zweitens. Fangt endlich an, euer Gehirn einschalten und hört auf, so zu tun, als müssten wir das Problem in unserem Land ganz alleine lösen. Wir sind in einer Welt. Da ist unser Kühlschrank gefüllt mit Gütern aus aller Welt. Und Küche. Wir haben Kaffee aus Afrika, aus Südamerika, aus Asien. Wir haben Schoki, der kommt aus Ecuador oder aus der Elfenbeinküste. Wir haben Bananen, die kommen. Wir haben Mangos und Papayas. Zeug kommt aus Spanien, aus Italien, ich weiss nicht woher. Wir importieren etwa 50% der Lebensmittel aus dem Ausland. Wir sind in einer Welt, da kann ich sofort mit irgendjemandem in Südamerika oder in Australien über Discord, Skype oder was auch immer sofort ein Gespräch führen. Unabhängig davon, was für Zeit das ist. Und zwar im 0,nichts. Jetzt hört auf, so zu tun, als wären wir da im 19. Jahrhundert und müssten das alles selber regeln. Was könnten wir da machen? Wir haben zu wenig Leute. Okay, wann haben wir das Hauptproblem? Im Winter? Ja gut, jetzt sind wir mal nicht blöd und tun endlich mal den Kopf einschalten und endlich mal über den Tellerrand rausschauen und tun mal ein bisschen resourceful sein und sagen, gut, was können wir machen? Wie wäre es dann, wenn man würde gehen zu, wenn man würde Länder wie Australien und Neuseeland anfragen, die während wir Winter haben diese Sommer. Ich habe die Zahlen angeschaut, die Gesamtmortalität von Australien und Neuseeland. Neuseeland hat sogar weniger Tote dieses Jahr als in den vergangenen Jahren. Und hat allgemein in der Pandemiezeit weniger Tote als im Schnitt 2015, 2019. Australien ist auch ziemlich gut da, die sind recht stabil. Wie wäre es denn, wenn wir in der Zeit, einfach als Beispiel, ob denn das im Detail möglich ist, das müsste die Regierung prüfen, aber das wäre doch einfach mal etwas. Es gibt auch noch andere Länder, südlich vom Äquator, die in Frage kommen. Oder vielleicht, ich weiss nicht, andere Länder aus dem Mittleren Osten, Leute dort, die aufgrund der klimatischen Bedingungen eigentlich kein Problem haben mit Corona. Irgendeine Lösung wird es geben. Geht mal auf die Nationen zu, Australien, Neuseeland ist ein gutes Beispiel, und sagt, hey, wäre es echt möglich, dass wir einen gewissen Prozentsatz von eurem Personal in dieser Zeit könnt gegen Geld, gegen gutes Geld natürlich, man muss das noch gut entlöhnen, könnt auslehnen, damit ihr uns könnt unterstützen im Winter, wenn wir am meisten Probleme haben mit unseren Spitälern. Und wir bieten euch vielleicht im Gegenzug an, dass wenn bei uns Sommer ist, dass wir das Gegenteil machen und euch ein bisschen unterstützen. Also so als Beispiel. Inwiefern denn das wirklich kann gemacht werden. Das ist etwas, das weiß ich ja nicht. Aber das wäre doch mal prüfenswert. Statt dass man einfach alles immer abseit. Und was ist eigentlich das Ziel von dieser Politik? Dass man einfach das, was man entschieden hat vor x Jahren, so weiterzieht und Spitäler in Grund und Boden stampft und dafür die Wirtschaft opfert oder was? Und dass es immer Lockdown gibt und immer Masken tragen und Einschränkungen und dass der Bundesrat immer die Sondervollmachten behaltet, aber die Wirtschaft dafür in den Arsch geht, ist das Ziel oder was? Aber Hauptsache, wir müssen nicht zugeben, dass wir einen Scheiß gemacht haben in der Vergangenheit. Hauptsache, es müssen die verantwortlichen Politiker nicht einmal
nicht einmal das Gesicht anheben und sagen, ja, so, ich habe einen Fehler gemacht. In Japan würden sie es verbeugen. In Schande, und Schimpf und Schande und Scham würden sie anstehen, so wie man das sieht, amix bei den CEOs von Autokonzernen, wenn irgendwelche Unfälle passiert sind wegen Fehlkonstruktionen. Das könnte nie jemandem in den Sinn in der Schweiz, offenbar. Nie einem Politiker in den Sinn, mal einfach offen anstehen und sagen, schaut, Guys, ich habe einen Scheissdreck gemacht. Aber ich bin jetzt gewillt, das Ganze zu korrigieren. Nein, die Größe hat man offenbar nicht. Und man hat auch nicht einmal die Größe, das im Stillen zu korrigieren, was man verdoppelt hat. Hat man auch nicht, offenbar. Was ist eigentlich die langfristige Strategie von unserer Regierung? Dass die Spitäler überlastet sind bei einer normalen Sterblichkeit. Aber man tut trotzdem immer mehr Einschränkungen, man tut Sündenbock suchen. Und was, wenn jetzt 100% geimpft wären und die Spitäler trotzdem noch im Anschlag wären, was wäre dann die Ausrede? Sie würden sicher wieder irgendetwas finden. Aber was ist eigentlich da die langfristige Strategie? Das sollte ja jetzt die Normalisierungsphase sein, gemäss dem 3-Stufen-Plan vom Bundesrat. Oder was, wie viele Stufen, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Aber das sollte die Normalisierungsphase sein. Und wenn man dann ein Alba-Fest geht absagen, weil es könnte jetzt ein paar Alkoholleichen entstehen. Und das im Sommer, oder weil die Spitäler im Sommer bei einer normalen Sterblichkeit überlastet sind, dann muss man einfach sagen, also sorry, Guys. Also, was ist das eigentlich für eine Planung, die ich da gemacht habe? Aber 40 bis 50 Spitäler sollten ja schweizweit langen, oder? Gemäss ein paar ganz tollen Theoretiker, die da den Bund beraten haben. Also, nächster Punkt Nummer 3. Tun endlich die Schüler befreien von den vermaledeiten Masken. Hört auf, Kinder zu quälen mit diesen Masken. Hört auf, den Kindern Angst zu machen. Die Kinder sind nicht gefördert. Wir wissen auch, dass sie nicht Pandemietreiber sind. Hört auf, die Maske hinein zu zwängen. Was soll das eigentlich? Hört endlich auf. Tönt Antigentests erlauben, sofern sinnvoll, als Nachweis für natürliche Immunität. Und hört mal auf, einfach die Leute, die gar nicht gefördert sind, zu drangsalieren und zu bevormunden. Hört mal auf mit dem Zeug und geht endlich an die Säcke und schaut, dass ihr euren Scheissladen im Gesundheitssystem in den Griff bekommt. Der Herr Blocher, der Altbundesrat Blocher, hat es richtig gesagt, wenn und ich bin selber ambivalent eingestellt ihm gegenüber. Aber er hat es richtig gesagt. Er hat gesagt, also, was ist das für ein Argument? Ja, also, mir gibt es wenig Betten, oder? Dann müsste die Lösung sein, wie kann man dann das Problem lösen? Oder wie ein Unternehmer hat gedacht, ja, wenn wir da zu wenig haben, dann müssen wir schauen, dass wir genug bekommen. Da kann man nicht alles andere einschränken wegen dem. Und das ist allenfalls eine ganz kurzfristige Art und Weise zur Problemlösung. Aber das ist nicht die Lösung mittel- bis langfristig. Es ist nicht einmal im längeren Sinn kurzfristig gedacht eine Lösung. Es ist vielleicht eine Lösung für ein paar Monate, bis man etwas Besseres hat. Aber das wird ja nicht gemacht. Im Gegenteil, wir müssen nur mehr Spitäler schliessen. Und man ist offenbar nicht gewillt, das zu reversieren. Die völlig verfehlte Politik. So, dann Nummer 4. Stehen Sie mal an und geben offen zu, wie ein echter Mann, dass die Politik die Schuld ist an der Überlastung der Spitäler. Die Leute finden es so oder so aus. Oder sie können es gerade so gut mal den Leuten zuvorkommen und das mal offen zugeben. Gebt mal offen zu, dass ihr die Schuld seid, dass ihr seit Jahren daran arbeitet, Spitäler kaputt zu machen, im Sinne von Spitäler abbauen. Gebt mal zu, dass ihr die Schuld seid an der Misere. Dass wir zu wenig Kapazitäten haben in den Spitälern. Gebt mal das zu. Zeigt mal Grösse. Hört auf, die ganze Zeit lügen und immer so unehrlich fadenscheinige Argumente vorzuschieben. Also, wenn man da
wenn man da doch im Kanton Zürich dort eine grosse Veranstaltung absagen im Sommer bei normaler Sterblichkeit. Das betrifft jetzt nicht den Bund, oder? Aber es ist trotzdem eine Regierung. Und obwohl die bewilligt worden ist früher, obwohl die sich an 3G-Regeln, der neue heilige Gral jetzt nach dem Lockdown, ist der neue heilige Gral die 3G, wo man jetzt so ausweiten will, trotz Widerstand, oder? Obwohl man jetzt schon gesagt, dass das Ganze ein Ende Verfahren ist. Weil offenbar können Veranstalter 3G-Regeln haben, die können alles machen, was die Regierung verlangt. Und trotzdem kann es nach plötzlich spontan heissen, April, es könnte ja sein, dass ein paar Leute zu viel saufen oder dass es ein paar Schlägereien gibt und ein paar Leute ins Spital müssen und wir sind jetzt schon im Anschlag mit dem Spital, also darum sagen wir so, jeder zahlt ab. Also was ist das für eine Kommunikation, was ist das für eine Führung? Und dann muss man doch wirklich sich mal fragen, hey, also wenn man in einer Normalsterblichkeit, ich zeige es nochmal, in einer Normalsterblichkeit, wie jetzt da im Kanton Zürich, wenn dort müssen Albafests abgesagt werden, aus Sorge, es könnte sein, dass sie dann ein paar ins Spital müssen, weil sie den Magen auspumpen oder was auch immer. Wo sind wir eigentlich angekommen in diesem Land? Wenn man im Sommer, während dem Sommer, in einer Normalsterblichkeit mit solchen Argumenten könnt keine Veranstaltungen verbieten. Und ist das jetzt normal? Ist das jetzt normal, dass wir das einfach bieten lassen? Dass wir es einfach in einer Selbstverständlichkeit hinnehmen, dass die Regierung einfach die Wirtschaft bevormunden kann, weil sie selber das Spitalwesen kaputt gespart haben. Und wie lange sollte jetzt die Ausrede noch gelten? Ist das jetzt permanent ein Evergreen? Oder, weil offenbar möchte man ja eben an dieser Strategie festhalten, vom Spitalabbau. Und selbst wenn dann Corona mal vorbei ist und wenn es eine grosse Grippewelle gibt, es gibt ja den Artikel aus dem Jahr 2015, wo man findet, wenn man sucht, dass Spitäler überlastet sind bei starken Grippewellen, bei starken Grippejahren, hat es ja auch schon gegeben, oder? Und dann ist offenbar ist dann immer die Spitäler. Ist das auch die neue Ausrede für inkompetente Politiker, damit sie können die Wirtschaftsfreiheit unterbinden? Oder um was geht es da eigentlich? Ist das etwas, was wir jetzt akzeptieren als Gesellschaft? Nein, definitiv nicht. Und ich kann nur sagen, wählen die Leute abwählen, wählen die Typen ja nicht mehr. Da gehört der Nathalie Rickli dazu, da gehört jetzt auch Jacqueline Fehr dazu, die verantwortlich ist für die Absage von dem Albafest. Hört auf die Leute wählen. Hört auf die wählen. Sie verdienen es nicht. Sie verdienen es nicht, gewählt zu werden. Also, wir können das doch besser. Es gibt sicher noch besser geeignete Leute, um uns zu repräsentieren. Das sind jetzt mal die Verbesserungsvorschläge an die Politik. Und damit beende ich jetzt eigentlich auch die heutige Ausgabe von Slow News. Und je nachdem, wenn ihr das seht, wenn ihr da reinhört, egal ob jetzt Abend, Nacht, Morgen, Früh, am Mittag. Schönen Tag, schönen Abend, gute Nacht. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.